Russland hat im Gebiet um Kharkiv offenbar eine Großoffensive gestartet. Um 5 Uhr Ortszeit, etwa 4 Uhr in Deutschland, habe Russland probiert, die Verteidigungslinien zu durchbrechen. Das teilte das ukrainische Verteidigungsministerium mit. Die genaue Lage ist unklar. Zitat: Die Attacken wurden zurückgeschlagen, derzeit finden weitere Kämpfe unterschiedlicher Intensität statt, heißt es weiter. Der Osteuropa-Experte Sergei Sumleni schreibt auf X: Russland habe bis zu 40.000 Soldaten in der Gegend zusammengezogen. Sumleni schreibt weiter, die ukrainischen Verteidiger hätten mehrere Angriffstrupps der Russen zerstört. Es sei allerdings unklar, ob es sich dabei um den richtigen Angriff handelt oder lediglich um Probeangriffe. Das ukrainische Verteidigungsministerium berichtet, dass zusätzliche Truppen in die Gegend verlegt werden.